Das gefallene Idol. Phelps, Bukowski, you have a new case. Two women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Okay, und damit begrüße ich euch mal wieder zu einem neuen Teil von Hört auf zu reden. Genau, herzlich willkommen zu Hört auf zu reden. Ja, ich werde als erstes erstmal meinen Anzug wieder wechseln, was ich gerade nicht kann, da ich mich bewege. Da ich gerade noch einen Dialog fühle, kann ich das wohl auch nicht. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zu Eleanor. Geh mir bitte aus dem Weg. Danke. Und wir müssen jetzt direkt gegenüber auf der Straße mal einmal etwas untersuchen. Das ist natürlich extrem komisch, dass genau gegenüber von unserer Straße ein Unfall passiert ist. Den haben wir ja standardmäßig, glaube ich, an, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Hallo? Wieso kann ich denn dann nicht mehr weiterschalten? Oder? Nee, ich glaube, den haben wir nicht. Das ist so der Mafia-Boss-Style. Ich dachte gerade kurzzeitig, mein Spiel hat sich aufgehangen, aber nee, ist nicht der Fall. Gut, warum kann ich eigentlich hier nicht raus? Doch, ich kann hier raus. Tschüss, ich gehe mal raus. Tschüss, ihr Flaschen, ich verlasse jetzt. Das Haus? Was zum Geier, wo bin ich hier? Hallo? Ich suche da nur den Ausgang. Hallo, Leute. Okay, das war falsch. Der Exit befindet sich nämlich auf der anderen Seite, ja. Ja, du musst nicht alle Türen aufmachen, danke. Aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Da befindet sich der Exit, gut. Wo müssen wir hin? Da oben rauf. Ich würde sagen, wir fahren trotzdem mit unserem schönen Auto. Ist das hier unser Auto? Ich bin mir gerade extrem nicht sicher. Komme ich sonst immer auf der Seite hier raus? Ich bin gerade echt unsicher. Egal. Ich nehme einfach das Auto hier. Ja, das hat schon mal eine Sirene, das finde ich. Sag mal! Was geht denn mit dir? Meine Güte, hier fahren die alle. Völlig bescheuert oder was? Mann, 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 Mann. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe schon länger keine Straßenräuber mehr gehabt. Wisst ihr, woran das liegt? Habe ich schon etwa alle Fälle erledigt? Oder muss ich einfach ins nächste Dezernat erst wechseln, bevor ich weitermachen kann. Stop just ahead. So, dann wollen wir mal gucken. Unfallstelle, es ist 8.02 Uhr am Morgen. Crime Scene. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard. Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Aha. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad, considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Okay. Hey! Out of the way! Dann würde ich ja fast mal behaupten, wir reden mit der als erstes. Das ist der Gerichtsmediziner. Ich dachte, die leben alle noch. Wie komme ich denn da runter? Also hier runterjumpen ist bestimmt nicht so gut. Okay, irgendwie muss ich mal hier runterkommen. Ich glaube, ich gehe hier außen lang.
Aber ich kann auch erst mal gucken, ob es hier oben noch irgendwelche Indizien gibt. Sag mal, was machst du hier Fotos? Darfst du das überhaupt? Du bist von der Presse, ne? Hallo? Gut, dann red nicht mit mir. Okay, das ist hier das... Ist das hier? Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of you? Beast of... I don't like. Keep out of this. Yeah, wir haben was vorgegeben. Und seht ihr das? Das ist bestimmt Harry Potters Mutter. Denn sie hat dasselbe... Naja. Paid by the hour for doing nothing? Hallo, eben gerade hatten wir noch so ein angenehmes Gespräch und plötzlich... Rastest du hier völlig aus? Aber wie ihr seht, sie hat die Blitznarbe auf ihrer Stirn. Naja, gut. Sie ist also Harry Potters Mom. Was B-Movie-Schauspielerin und Fahrerin des Unfallfahrzeuges. Okay, angeblicher Drogeneinfluss. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Okay. Da das hier eine Schauspielerin ist, muss ich jetzt ja gleich annehmen, dass sie die Lügen bestens erzählen kann. Aber ich denke jetzt einfach mal, sie sagt die Wahrheit. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are a cute detective. But a little too naive for my taste. Fuck it! Ich hab gleich versagt, ey. Bin ich scheiße oder was, ey? Ne, hier hören wir auf. Hier hören wir gleich wieder auf und brechen das ganze Projekt ab. Das war's. Nein, natürlich nicht. Ihr wisst ja, ich mach das gerne für euch. Nein, so scheiße spielen will ich eigentlich nicht. Also ich hätte dir das jetzt echt geglaubt, weil eigentlich erschien die mir ganz nett. Und was? Halt, stopp. Ich fall doch hier bestimmt runter. Wow, die Animation fand ich cool. Das ist cool. Das mag ich. So, nicht hier runterstürzen, bitte. Wir gehen jetzt mal diesen kleinen Schleichweg hier lang und laufen gegen einen Baum. So finde ich das gut. Damit wir hier zu diesem Unfallauto kommen. Ich weiß aber nicht, ob wir hier wirklich lang kommen und wir stürzen ab. Super. Das war ganz klasse. Ja, das war super. Das war toll. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso. Ah, na toll. Wie komme ich denn da verdammt nochmal hin, ey? Hallo? Könnt ihr mir bitte jemand mal Hilfe leisten? Ich bin hier noch ein Sheriff in Ausbildung. Ich bin noch kein Sheriff. Was erzähle ich denn hier schon wieder für Müll? Hallo? Hast du Blumen für mich? Hallo? Okay. Sag mal. Ja? Sag mal. Ich will die Blumen haben. Oh, komm schon. Na gut, dann nicht. Gut. Ciao. Ich hau dann mal ab. Vielleicht kommen wir hier lang. Das sieht ganz gut aus. Na komm schon. Sag mal, wie ist denn der da jetzt hingekommen? Hallo? Ich würde da auch gerne hin. Ist das in Ordnung? Dürfte ich da bitte hin? Hallo? Ich kann hier nicht springen, ne? Ich kann einfach noch nicht rübersteigen, sag mal. Ist der ein bisschen doof? Wie komme ich denn da bitte hin? Von der anderen Seite geht's nicht. Hallo. Sag mal, was ist denn das? Das Spiel hasst mich schon wieder. Wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Das ist absolut mir ein Rätsel. Ich glaube, ich muss da runterfallen. Wie ist denn der Typ da hingekommen? Das ist absolut komisch. Ich verstehe das nicht. Das macht alles gar keinen Sinn. Das ganze Spiel macht hier keinen Sinn. Und dann diese Schauspielerin, die macht auch keinen Sinn. Das macht hier einfach alles keinen Sinn. Ich wollte doch nur mal zum Unfallwagen. Um mir den anzugucken. Ist das denn ehrlich so schwer? Was ist denn das hier eigentlich? Auch ein Polizeiwagen? Ja, okay, gut. Gibt's denn hier oben irgendwelche Indizien, Hinweise, irgendetwas? Nee, anscheinend wohl nicht. Kann ich denn jetzt hier einfach runterfallen? Nee,
Ich kann hier nicht einfach runterspringen. Warum denn nicht? Da geht doch aber ein Weg lang. Das sehe ich doch ganz genau. Wo geht denn dieser Weg bitte lang? Also eben gerade kam ich da nicht weiter. Da ist eindeutig ein Weg. Eindeutig. Seht ihr das? Ich muss nur rausfinden, wo dieser Weg eigentlich hingeht oder wo er mündet. Sag mal, komme ich hier schon wieder nicht raus. Ey. Was ist denn das? Hallo, Herr Fotograf. Machen Sie bitte nicht so viele Fotos. Ja, das ist leicht nervig. Ah, hier komme ich lang. Danke. Mann, Mann, Mann. Ich bin echt, ja, ein Hilfs-Sheriff in Ausbildung, würde ich behaupten. Hi, ich bin da. Endlich. Na? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Was? Was ist denn hier da drauf? Hä? Das verstehe ich nicht. Unterhose? Und eine Handtasche? Ich nehme mir erst die Handtasche vor. Schauen wir mal, was wir da haben. Ei, ein Brief. Liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Haus. Du brauchst dir keine Sorgen wegen Vater machen. Es ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen und er liebt dich. Er weiß, dass er das nicht so meinte. Ja, da stand irgendwie, also ich lese das jetzt hier im Englischen. Er weiß, dass er das nicht so meinte, wie er es sagte. Ja. You are a good... Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war mal 15 und wollte wie Clara Bow sein. Schöne Kleider tragen und mehr. Oh Mann, jetzt schon wieder mein Handy, ey. Ich hasse es. Ein Leben niemals glücklich geworden. Du wirst das eines Tages auch erkennen. Du blödes Handy, ey, sag mal. Was soll das denn hier? Die Welt ist sehr gefährlich für junge Mädchen. Vor allen Dingen für solche, die nach Sternen greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber manchmal verdecken sie einem die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Ja, es tut mir jetzt leid, dass das eine ich hier nicht mitbekommen habe, aber auf jeden Fall ist das wohl ein Brief von... Von wem ist denn das? Das werde ich unten lesen, warte, da oben steht doch auch ein Name. Keine Ahnung, ist das... Hat die eine Schwester oder sowas? Anständiges Mädchen? Ja, ihr könnt das ja selber mal lesen. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma ist so hübsch. Die kleine Molly ist genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Sie brauchen eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe, liebe Jessie, bitte komm nach Haus. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Oh, oh. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutter, Camille Hamilton. She's a long way from home. Ja, durchaus. Weil wir haben ja oben... Bitte hochscrollen, danke. Bitte, bitte weiter. Sag mal. Hoch. Von wo kommt die eigentlich? Mill von... Doch, ist das richtig? Also WI ist wahrscheinlich die Adresse. Nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht. So. Den Brief packen wir auf jeden Fall mal wieder zusammen. Was soll ich denn mit der Unterhose jetzt hier anfangen? Das ist... They've been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Oha. Oh nee, das könnte jetzt ganz schön... Ja, sag mal. Bist du irgendwie krank? Die wurde anscheinend aufgeschnitten. Ja, leg das bitte wieder hin, danke. Fein säuberlich zusammengepackt. Das hast du aber schön gemacht. So, kannst du mir noch was erzählen? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Ist das ein Schrumpfkopf? Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Mit WASD kannst du ein Objekt an was manipulieren und nach interessanten Stellen suchen. Halte die Position, solange die Kamera leicht zoomt, damit die Kamera ganz heranzoomen kann. Okay.
Mit WASD kann ich den ja drehen, okay. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Oh. Another day, another dollar. Oh oh. Das ist ja kriminell. We should speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Okay, reden wir mal mit der. Wartet mal, da war noch ein Hinweis, das sehe ich hier eindeutig. Hier ist noch was. Hallo, ich will das hier angucken, danke. Ich wollte nicht nochmal mit dir reden. Das Nummernschild ist kaputt. Können wir das irgendwas hier finden? Irgendetwas? Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Was gibt es sonst noch hier? Hallo, Inspektor, haben Sie was? Funny how that thing at the rail yard turned out, don't you think? Ja, total witzig. Haha, was haben wir nicht gelacht? So, okay, gut. Hier gibt's anscheinend nicht mehr zu finden. Das ist dann aber ganz schön kurios, was hier eigentlich vor sich geht. Erst gibt's hier diesen komischen Brief, wo gewarnt wird, pass auf dich auf. Dann passiert hier so ein komischer Unfall. Dann wird extra noch so ein Schrumpfkopf benutzt. Und dann ist ihre Unterhose auch noch durchschnitten. Das ist alles sehr, sehr eigenartig.